Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Wir sind wieder für euch da mit eurem Gottesdienst. Ich hoffe, dass euch der Familiengottesdienst zu Ostern gefallen hat. Und bevor wir in den Gottesdienst einsteigen, begrüßen wir uns mit dem Wort, das die Christen schon seit ganz langer Zeit immer wieder sagen. Das wird gesungen. Wir singen das einmal vor und dann könnt ihr das nachsingen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Ja, ihr Lieben, so ist es. Jesus lebt. Und das ist gut. Wir wollen heute mit der Geschichte von David fortfahren. Und zwar wollen wir von einem Sohn Davids hören, der Abschalom heißt. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir atmen und leben können. Jetzt wollen wir ein Lied miteinander singen. Freut euch alle sehr, das Grab ist leer. Davon blenden wir auch den Text ein. Und wer noch nicht lesen kann, der kann es sich ja vorlesen lassen. Und wenn wir dieses Lied gesungen haben, dann hören wir die heutige Geschichte. Freut euch alle sehr, das Grab ist leer. Freut euch alle sehr, das Grab ist leer. Abschalom war einer von Davids Söhnen. Sein schönes langes Haar fiel ihm bis über die Schulter herab. Obwohl er nicht der Älteste war, wollte er gerne König werden. Jeden Morgen begab er sich zum Palasttor. Dort stellte er sich so hin, dass ihn alle, die zum König wollten, sehen konnten. Oft kamen Menschen vorbei, die mit anderen Streit hatten. König David sollte den Streit schlichten und recht sprechen. Prinz Abschalom sagte zu jedem: Erzähl mir deinen Streitfall. Dann sagte er: Du bist im Recht. Aber im Palast wird niemand auf dich hören. Wenn ich König wäre, würde ich dir helfen. Dann gäbe es kein Unrecht mehr im Land. Wenn sich jemand vor ihm auf den Boden werfen wollte, ließ es Abschalom nicht zu. Er zog den Mann zu sich und umarmte ihn. So machte er sich beliebt bei den Leuten. Überall im Land redeten die Menschen gut von ihm. Nach einigen Jahren
sagte Abschalom zu seinem Vater. Ich will Gott an meinem Geburtsort in der Stadt Hebron ein Opfer bringen. Ich bitte dich, es mir zu erlauben. David ließ Abschalom ziehen, aber Abschalom ging nicht wegen des Opfers nach Hebron. Heimlich hatte er seinen Freunden in Israel sagen lassen, ich werde meinen Vater vom Thron jagen und mich selber zum König machen. Wenn ich das Zeichen dazu gebe, werden überall im Land Signalhörner geblasen. Dann müsst ihr rufen, Abschalom ist König. So geschah es. Immer mehr Israeliten hielten sich zu Abschalom. Als David davon erfuhr, beschloss er, aus Jerusalem zu fliehen. Er sagte zu seinen Leuten, wenn wir in der Stadt bleiben und es zum Kampf kommt, wird Jerusalem zerstört und viele Menschen werden sterben. Es ist besser, wenn wir Jerusalem verlassen. David ging ins Kidrontal, das zwischen der Stadt Jerusalem und dem Ölberg liegt. Dort stellte er sich beim letzten Haus am Wegrand auf. Alle, die mit ihm fliehen wollten, zogen an ihm vorbei. Auch viele Einwohner von Jerusalem waren ins Kidrontal gekommen. Sie wollten vom König Abschied nehmen. Während die Soldaten hinauf zum Ölberg marschierten und von dort weg in die Wüste einschlugen, weinten die Jerusalemer laut. Auch die Priester Zadok und Abjatar wollten mit David die Stadt verlassen. Sie hatten aus dem heiligen Zelt die Bundeslade mitgebracht. Aber David sagte, tragt die Lade wieder in die Stadt zurück. Wenn Gott sie mich eines Tages wieder hier in Jerusalem sehen lassen lässt, dann bin ich ihm dankbar. Wenn nicht, ist es auch gut. Überlasse alles Gott. Als David oben auf den Ölberg angelangt war, kam sein treuer Ratgeber Huschai zu ihm, um zu zeigen, wie traurig er war. Hatte er Risse in seine Kleider gemacht und sich Staub auf den Kopf gestreut. Bleib in Jerusalem, bat ihn David. Wenn Abschalom in die Stadt kommt und auf meinem Thron sitzt, dann sag zu ihm, früher bin ich der Ratgeber von David gewesen, jetzt will ich dein Ratgeber sein. Und dann gib ihm schlechte Ratschläge, damit ich vor ihm sicher bin. Huschai ging zurück in die Stadt. Kurze Zeit später zog Abschalom in Jerusalem ein und setzte sich auf den Thron seines Vaters. Ihr Lieben, was haltet ihr davon? Abschalom will sich zum König machen. Und ihm ist jedes Mittel recht dazu. Er stellt sich draußen vor dem Palasttor auf und empfängt die Leute, die eigentlich zu seinem Vater wollen, damit er Recht sprechen kann. Er schmeichelt sich bei ihnen ein. Und ihm ist das ganz egal, ob die Leute im Recht oder im Unrecht sind. Das muss man sich einmal vorstellen.
Das wäre doch gerade so, als wenn ihr plötzlich sagen würdet, ich will genau das tun und genau die gleichen Rechte haben wie mein Vater oder meine Mutter. Und dass das nicht geht, das wisst ihr, glaube ich, selbst ganz gut. Um das hinzukriegen, dafür muss man erst mal erwachsen werden und Erfahrungen sammeln. Wie alt Absalom zu der Zeit war, das wissen wir nicht, aber so vorzugehen, das ist schon ein starkes Stück. Dass David auf einmal um sein Leben fürchtet, dass er Angst haben muss, ja, dass er Jerusalem verlassen muss. Das alles sind Dinge, ja, für die sein Sohn die Verantwortung trägt. Und David tut das einzig Richtige. Er überlässt alles Gott, weil er selbst ratlos ist. Und David hat ja auch Fehler gemacht, werdet ihr denken. Das ist richtig. Aber Fehler machen wir alle. Die macht ihr, die machen Heidi und ich und noch viele andere Menschen. Und dafür ist ja Jesus in diese Welt gekommen. Dafür ist er gestorben und an Ostern auferstanden, dass wir ihm die Fehler sagen können. Und deswegen tat David, indem dass er all das Gott gab, das einzig Richtige. Und wir werden sehen, wie das ausgeht. Denn David hatte ja Erfahrungen damit, wie das ist, wenn man Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Und ja, wie gesagt, das wird sich noch herausstellen, wie das Ganze weitergeht. Aber deswegen ist es so gut, dass Jesus in unserer Welt ist, dass, obwohl wir ihn nicht sehen, wir ihm alles sagen können, damit er uns das, was wir falsch machen, vergeben kann und damit wir, ja, wieder frei sein können und fröhlich sein dürfen. Das will uns diese Geschichte sagen. Und ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Amen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, ja, Jesus liebt dich. Und da werden wir immer wieder Dinge einsetzen. Aber das Lied kennt ihr ja. Sind meine Augen bereit, Jesus, und meine inneren Augen.
Jetzt sind meine Ohren bereit und meine inneren Ohren. Jetzt sind meine Hände bereit, dass ich sie falten kann oder anderen reichen kann. Und mein Herz ist bereit, Jesus, für dich, mein guter Freund. Machen unsere Augen zu und beten. Jesus, es ist gut, dass wir, wenn wir Fehler machen, dir alles sagen können. Und wir danken dir, dass auch David Gott alles in die Hand gegeben hat. Gib, dass wir das immer tun. Ja, wenn wir uns freuen, wenn wir Angst haben oder in allen anderen Situationen, in die wir geraten können. Wir danken dir, dass du immer da bist, dass du Zeit für uns hast und vor allem, dass du uns vergeben willst, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Jetzt wollen wir beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und uns nicht versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, sei du über uns wie die Sonne und der Mond. Sei du rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.